Ich liebe es, in unterschiedliche Lebensrealitäten einzutauchen. Und wenn ich reise, stelle ich mir eigentlich immer auch vor, wie es wohl wäre, in dem Land zu leben. Die Türkei hat mich wirklich gepackt und mich bisher sehr willkommen geheißen. Nach der ersten Flut an Eindrücken hatte ich aber auch das Bedürfnis nach einer kleinen Auszeit und da parallel auch noch ein Unwetter gemeldet war, habe ich mich dazu entschieden, ein paar Tage sesshaft zu werden und von meinem Wohnmobil in ein kleines Holzhaus zu ziehen. Aktuell bin ich in Fethiye, einer kleinen Stadt am Meer zwischen Izmir und Antalya. Ich habe das Gefühl, schon ziemlich weit gefahren zu sein. Trotzdem ist es eigentlich immer noch der Anfang der Türkei, weil dieses Land einfach so unfassbar groß ist. Willkommen hier in meiner kleinen, süßen, zauberhaften Hütte. Komm mal rein, ich habe extra aufgeräumt. Ich habe auch dir einen Chai gemacht. Willst du nicht? Schade, trinke ich ihn selber. Hier unten ist so ein bisschen das Herzstück des Hauses. Wobei, eigentlich stimmt es nicht. Eigentlich ist hier irgendwie alles ein Herzstück. Trotzdem genieße ich die große Küche sehr. Es ist wirklich, ja, was anderes. Anders kann ich es nicht sagen, als natürlich in meinem Wohnmobil. Und es gibt hier einen Kühlschrank. Der Kühlschrank in meinem Wohnmobil ist seit einem Jahr kaputt. Und ich vermisse eigentlich nichts, aber gekühlte Schokolade. Boah. Hier ist das Badezimmer. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich überraschend groß. Hat alles, was man braucht. Was will man mehr? Ach, also diese Aussicht hat mein Herz. Ich habe übrigens meine Wohnmobildecke mitgenommen und das ist wirklich das Coole daran, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, weil man eben auch seinen eigenen Hausrat dabei hat, falls einem irgendwas nicht passt. Mein erster Besuch! Na hallo! Ist das jetzt eine dumme Idee? Das könnte eine sehr dumme Idee sein. Welcome! Ja, draußen ist nass und kalt. Also wenn, ja, wenn du willst, kannst du rein. Ja gut, ist vielleicht besser, wenn nicht. Ist ja gar nicht so wirklich mein Haus, ne? Dann lasse ich dich in Ruhe. Wir koexistieren einfach. Du da, ich hier. Passt mir gut. Ach, herrje. Ist das süß. Es ist ein schräges Gefühl, mein Wohnmobil jetzt auf einmal als Alltagsfahrzeug zu benutzen, aber ich habe jetzt umso mehr Freude an jeder einzelnen Fahrt. Auch wenn ich mir immer so ein bisschen gedacht habe, was mache ich hier, warum miete ich ein Haus? Ich habe ein Wohnmobil, aber das spiegelt auch so ein bisschen die Ambivalenz wieder in meinem Leben, dass ich eben dieses Hausleben total mag, aber eben auch das Reisen. Es ist so schön hier. Ich kam hier diese Straße entlang und jetzt ist hier unten dieser Bach und hier ist eine Quelle. Ich werde gleich mal mein Wasser auffüllen. Sehr gut. In der Türkei kann man das Leitungswasser nicht trinken, aber ich bin bisher ganz gut mit Quellen hingekommen. Die suche ich auch meistens nicht mal, sondern finde sie einfach, so wie auch in diesem Fall. Es ist so ruhig hier. Man hört nur den Fluss bzw. den Bach plätschern. Und es gibt auch keinen Empfang. Es ist ziemlich abgelegen. Es ist so ein, ja, so ein gesundes Level an Adrenalin, hier über diese unbefestigte Straße zu fahren. Hier mitten ins Nirgendwo. Wow. Jetzt bin ich auf jeden Fall wach. Wach den Mund los. Oh, okay. Yeterli mi? Aha. Duschumu alayım. Ach hey, der lebt noch.
Nichts für schwache Nerven. Wow! Ich bringe endlich meine Türkei-Flagge an. Es ist ein besonderer Moment. Noch kein anderes Land hat es geschafft, dass ich das Bedürfnis hatte, die Flagge ins Auto zu hängen. Aber die Türkei hat sich wirklich verdient mit den Menschen. Die Menschen sind so unfassbar hilfsbereit mit der Landschaft. Also ich bin gerade 4 Kilometer vom Meer entfernt und bin halt hier schon in so einer komplett anderen Szenerie. Also es ist so vielseitig. Und ich finde die Flagge auch sehr schön, muss man jetzt auch mal sagen. Ich finde, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, sag mir mal eine Flagge, die schöner ist als die der Türkei. Und ich wurde letztens darauf aufmerksam gemacht. Und seitdem kann ich es nicht mehr nicht sehen, dass das im Prinzip die Symbolik meiner Ohrringe ist. Ich habe ja hier auch den Mond und die Sonne. Es wird jetzt gerade immer grauer draußen. Deswegen beeile ich mich jetzt hier aus dem Tal rauszukommen, bevor es wirklich anfängt zu regnen. Während ich hier im ersten Gang und Schneckentempo zurückfahre, der Hinweis, dass ich einen Online-Shop für handgemachten Schmuck habe. Also wenn du hier in meinem Video schon mal sehr schöne Ohrringe gesehen hast, dann habe ich die wahrscheinlich selber gemacht. Und du kannst sie zum Beispiel auch zu Weihnachten verschenken oder dir schenken lassen. In meinem Shop findest du Ohrringe in Gold und Silber, verschiedene Modelle aus verschiedenen Edelhölzern. Außerdem auch Perlmutschmuck, ganz neu ist die Mondkette. Der Shop heißt bei Rosa Gold und den Link findest du wie immer in der Infobox. Ich schreibe gerade eine Liste von allen Leuten, die ich bisher schon kennengelernt habe. Und es ist gar nicht so einfach. Ich habe blöderweise, ich nehme mir das immer vor, dass ich das alles aufschreibe und dann macht man es irgendwie doch nicht. Und ich habe zwar die YouTube-Videos, aber in denen kommen ja die Bekanntschaften oft nicht vor. Weil wenn ich Leute kennenlerne, das ist ja dann oft auch eine flüchtige Begegnung, wo ich den Leuten dann nicht direkt die Kamera ins Gesicht halte. Und es ist wirklich erstaunlich. Ich bin jetzt 3 Wochen unterwegs und es sind einfach so viele Menschen, was irgendwie total schön ist. Aber ja, jetzt schlussendlich auch ein bisschen der Grund war, weswegen ich jetzt kurz auch mal eine Pause brauche. Es sind tatsächlich gar nicht unbedingt die Leute, mit denen ich mich auch tatsächlich unterhalte, sondern oft auch einfach diese Aufmerksamkeit. Und es ist halt hier so, egal wo ich hingehe, bekomme ich ziemlich viel Aufmerksamkeit und das ist halt ein bisschen anstrengend. Also heute habe ich mit niemandem geredet, das war auch mal schön, wobei es nicht ganz stimmt, ich habe mit dem Angler kurz gesprochen. Aber sonst ja, habe ich halt wirklich niemanden angetroffen, außer als ich mit dem Auto in das Tal gefahren bin, bin ich hier durchs Dorf gefahren. Und da waren 2 Cafés und hier in den Cafés, da sitzen generell immer super viele Männergruppen. Also das ist hier irgendwie so ein Ding, die ganzen Männer sitzen da immer und trinken Kaffee und Chai und was weiß ich. Und ich fahre da halt vorbei und an beiden Cafés gehen wie so in Zeitlupe alle Köpfe rum und dann wird da irgendwie so gedeutet, keine Ahnung, die Leute sehen dann das Kennzeichen, die sehen das Auto, die sehen dann mich. Und haben auch ein paar haben so die Hand gehoben und die Leute freuen sich ja auch und das ist ja auch schön. Aber es ist halt irgendwie auch ein bisschen anstrengend, wenn man, egal wo man hinkommt, irgendwie gucken einen die Leute erstmal an. Ich meine, der Vorteil davon ist natürlich, dass ich mich hier 0,0 anstrengen muss, irgendwen kennenzulernen, weil die Leute einfach konstant immer auf mich zukommen und das ist ja auch ein schönes Geschenk. Aber ja, der Nachteil ist halt auch, dass man sich das nicht aussuchen kann, wann man und von wem man die Aufmerksamkeit bekommt. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch für heute. Simple things didn't know I miss until they're gone.
heute ist hier so ein bisschen Ruhe nach dem Sturm. Es hat die ganze Nacht so krass gewittert. Aber ich habe wirklich sehr gut geschlafen. Ich habe mich auch gefreut, dass ich hier im Haus war und nicht im Wohnmobil. Ich weiß gar nicht, doch man sieht es von hier. Ich habe das Wohnmobil sogar mit einer Plane abgedeckt. Wenn es so krass regnet, dann läuft es bei mir einfach zu den Seiten rein. Tatsächlich da, wo die Aluplatten aufeinandertreffen. Und deswegen habe ich einfach super ruhig geschlafen, weil ich wusste so, ey, mein Wohnmobil steht trocken, es kann nichts passieren, ich bin hier im Haus, so, es war sehr entspannt. Generell muss ich sagen, schlafe ich so ruhig hier. Die erste Nacht nicht, da muss ich mich noch so ein bisschen eingewöhnen, aber ist ja irgendwie auch normal, wenn man irgendwo neu übernachtet. Weil ich einfach nicht so auf Hab-Acht-Stellung war, weil im Wohnmobil ist es einfach schon so, dass ich nicht super, super tief schlafe natürlich, weil ich immer so ein bisschen abscanne, was so um mich herum passiert. Und das war halt hier jetzt ganz anders. Ich habe so gut und so lange geschlafen und konnte da richtig so ein bisschen mein Schlaf wieder aufholen. Und das ist so schade, weil ich habe hier auf dieser Reise ja keine Termine oder so. Also eigentlich kann ich auch schlafen, wie ich will, aber es ist eben im Wohnmobil doch was anderes aufgrund dieser Sicherheitsfrage. Deswegen hat hier so mein Nervensystem gerade ein bisschen Pause und Erholung, weil ich weiß, so, hey, hier bin ich wirklich absolut sicher und kann mich einfach entspannen. Das ist sehr schön. Mehr wird hier heute auch nicht passieren. Es soll nämlich dann auch nochmal regnen und gewittern. Wenn es nochmal kurz, weil jetzt gerade sieht es auch ein bisschen blau aus, würde ich vielleicht nochmal zum Meer laufen. Das ist nicht weit. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber der Muezzin singt auch die ganze Zeit. In diesem Haus vergesse ich so ein bisschen, dass ich in der Türkei bin. Aber der Muezzin, der erinnert mich ein bisschen dran. Solche kleinen Baumhäuschen gibt es voll oft hier in der Türkei. Oft an so Flüssen werden dann wirklich so Plattformen gebaut, weil die Türken picknicken ja so gerne. Also sieht man auch zu dieser Jahreszeit teilweise noch, dass sie in den Park sitzen und eben ihr ganzes Zeug mitnehmen oder auch an so Naturorten wie so im Fluss kommen die dann, bringen Tische, Stühle mit und bauen hier halt irgendwie so ihr Zeug auf. Und ich finde das so schön, also auch so diese kleinen Orte hier, die halt auch alle kostenlos sind. Und jeder nutzen kann einfach. Jeder kann hierher kommen und picknicken. So was finde ich einfach großartig. Ich freue mich sehr über diese harte Süßkartoffel, weil da kann ich nämlich mein neues Messer mal testen auf Herz und Nieren. Ein Traum. Mal ein kleiner Vergleich. Das ist das Messer, was ich hier gefunden habe. Ja, deswegen, ich nehme immer meine eigenen Messer mit. Zugegeben, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überdimensioniert, aber es macht Spaß. Ich habe nämlich nicht nur einen Online-Shop für handgemachten Schmuck, sondern auch einen für handgemachte Messer. Und diese Messer werden alle in Deutschland in der Werkstatt von uns produziert. Und es gibt auch nicht nur so große Messer. Es gibt auch kleine Messer, die vielleicht etwas alltagstauglicher sind und ein bisschen besser in die Schublade passen und auch wunderbar funktionieren. Falls du ein neues Messer brauchst oder vielleicht verschenken möchtest, das ist nämlich ein super schönes Weihnachtsgeschenk, dann schau gerne in die Infobox. Da habe ich auch wie immer die beiden Shops verlinkt. Thank you.
muss sagen, ich fand die Tage im Haus sehr schön, also unbegrenzt Wasser, Strom und WLAN zur Verfügung zu haben und habe das auch sehr genossen, ein bisschen Hausleben zu spielen und im Urlaubsmodus zu sein. Aber als es dann auf einmal wieder sonnig und über 23 Grad waren, fiel mir der Abschied auch nicht allzu schwer, weil mir in dem Haus auch ein bisschen die Decke auf dem Kopf gefallen ist und ich einfach unbedingt weiterreisen möchte und noch so viel mehr sehen möchte. Auch die Isolation hat mir gereicht und ich will wieder unter die Leute. Also, los geht's!